Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe in der Milliarden-Challenge von der Nordfriesischen Marsch. Hallo und herzlich willkommen am heutigen Freitag, dem 1. Dezember. Und ja, seid gegrüßt. Am ersten Adventswochenende. Genau. Der Advents liegt vor der Tür. Letzten Folge haben wir hier ein bisschen optimiert. Ein bisschen verkauft. Da werden wir sehr wahrscheinlich auch diese Folge dann weiterarbeiten. Und das war jetzt den 1080. Den werden wir mit sicher nicht verkaufen. So, das ist hier. Ja, mein erster Fendt 945, das ist ein bisschen Nostalgie hinter dem, den werden wir auch behalten. Ne? Er hat die Nummer 01, damit haben wir angefangen. Mittlerweile 194 Stunden hat das Ding hier um Puckel. Wahnsinn. So, hier haben wir Fendt 70, dann würde ich sagen, dann glaubt der jetzt hier dran. Und nehmen jetzt den einfachen Weg hier. Sagen wir verkaufen, ja. Und sagen wir hier verkaufen, ja. So, dann ist der auch weg. Er ist auch noch einer der, was hier mit? Komm, auch weg. Auch weg hier. Wie gesagt, will den Fuhrpark verkleinern, Kosten reduzieren. Brauchen wir das eigentlich noch? Nee. Kann auch weg. Weg damit. Ja, heute ne, wieder optimieren, verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel die kosten, aber so viel können die jetzt auch nicht kosten. Also von daher, die können wir mal behalten. Die Sämaschinen, das können wir alles behalten. So, was ist das hier? Das sind 1090, den werden wir auf jeden Fall behalten. 1000 PS. So, das ist 945. Kennzeichen. Ach, auch ein hohes Kennzeichen. So, und weg. Ach, siehst du, da ist er. Da ist er, Freunde. Das ist der, der. Ah, wir haben ihn gefunden. Die ganze Zeit hier die Mietkosten hier verursacht, die hohen. Gewaltigen Mietkosten. 1080. Den behalten wir auch. Die Frage ist auch, ob wir hier wirklich diese ganzen Gebisse und alles, ne, das kostet all Geld. Freunde, das kostet alles Geld. Ja, ich sag mal, ne, man soll ja nicht über Geld reden. Ne? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Da gibt es ja diesen tollen Spruch hier in Deutschland. Aber er sieht ja meinen Kontostand, also von daher, der wird sich ja nicht verbessern, indem ich jetzt sage, ne, ich ändere da jetzt mal nichts dran. Ja, also, das wird ja mal definitiv so sein. Muss auch irgendwie gucken, dass ich das alles optimaler hinbekomme. Das heißt, ne, sobald ne, die Ballenpresse drüber jagt, ne, da muss schon der Ballensammler hinterher sein und. Also von daher, das muss alles besser organisiert werden, das muss besser laufen. Und wirklich viel spritzen tut er nicht, wa? Jetzt viel gedunkt hat er jetzt nicht, also. Gucken wir mal, ob er gleich sich fertig meldet. Ach. Naja, wirklich sauber ist das Ding jetzt auch nicht, ne? Ach, Moment mal, da fällt man da glattensiert in. So, erstmal müssen wir den mal hier aus der Schusslinie nehmen.
Tanken wäre auch mal nicht schlecht. So, ne, was ich also jetzt bei der ersten Ernte festgestellt habe, es kommt irgendwie weniger Stroh rum. Keine Ahnung warum. Aber ich habe noch gar nichts in den Strohhäcksler gepackt. Denn, ja, irgendwie ist das Stroh überall anders hingegangen. Ne, vor allem in die Lager. Klar, wir haben mittlerweile mehr Lager. Lagerkapazität. Das macht na klar schon das ein oder andere aus, logisch. Aber das, ne, und auch komischerweise ja der eine Kuhschall, ne, gleiche Bauweise, gleiches Ding, aber größere, ja, keine Ahnung, er verstört mich. Vielleicht habe ich da irgendeine andere Taste gedrückt oder was, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir mal eben schnell hier irgendwo. Ja, fahr du mal. Du machst das schon. Mal eben schnell hier einen Anhänger rauspicken. Lieber den blauen haben. Zudem. Da fahren wir damit mal eben schnell zum Sägewerk. Zum Sägewerk. Denn meine Freunde, da müssen ja Hackschnitzel raus. Dadurch, dass wir keine USB und keine Spanplatte mehr produzieren. Weil im Endeffekt, ne, klar, könnte ich jetzt die Hackschnitzel nehmen und, ne, da durchjagen auch. Aber nee. Ich stelle fest, ne, mittlerweile bin ich etwas wählerisch geworden. Ich nehme nicht mehr alles, so wie das noch im 19er Fall gewesen ist, sondern ich gucke wirklich ganz differenziert, lohnt es für mich. Ja, gibt es da für mich einen höheren Profit, wenn ich das tue oder nicht? Klar, ne? Die Hackschnitzel, die Bäume, was kostet so ein Baum 2000, glaube ich. Oder eine Palette mit 120, glaube ich, 2000. Wenn man das jetzt mal so hochrechnet, ne? Und das dann zur USB-Platte verarbeitet, alles schick, alles toll. Ist da auch mit Sicherheit ein ordentlicher Gewinn, der dabei rumkommt? Ja, gebe ich euch recht. Aber im Endeffekt der Aufwand dafür, ne? Das ist es. Ja, und werden wir diese Wälder überhaupt irgendwann mal abholzen? Das ist ja auch noch so eine Sache. Werden wir diese Wälder hier wirklich irgendwann mal fertig abgeholzt haben? Also wenn ich sehe, ne, was ja der Achim so, ne, in der Marschzeit, der gepflanzt hat, was er da alles so geerntet hat und auch an Bäumen. Halleluja. Also, da bin ich ja weit, weit von entfernt, ne, das so hinzubekommen, wie er es da hinbekommen hat. Und, ja. Gut, ist ja nicht tragisch. Er ist er, ich bin ich, ne? Er hat eine ganz andere Passion da drin gehabt, eine ganz, ganz andere Mission, als ich das hier habe. Ach du heiliger Schnickschnack. Komm mal morgen immer wieder. Ist er vielleicht fertig. Wir könnten mal eben kurz mit dem hier Gülle holen gehen. Die mal eben schon mal wegbringen. Auf die einzelnen BGAs zu verteilen. So, das ist jetzt genauso, ne? Brauche ich diesen LKW? Brauche ich ihn wirklich? Nee, eigentlich brauche ich ihn nicht. Perfekt, kann man den jetzt auch verkaufen und gehen den anderen, wo wir eben die Paletten mitverkauft haben oder abgeholt haben.
Neben denen ist gut. Reicht doch. Das wird toll, immer den Ding. So. Also das dauert jetzt auch wieder eine halbe Ewigkeit. Ah, da passiert immerhin mal was. Okay. Ach, jetzt fällt mir noch was ein, was ich verkaufen wollte. Nämlich die Mähwerke. Die brauchen wir nämlich auch nicht mehr. So, einmal verkaufen, ja. Und auch das werden wir verkaufen. Jawohl. Denn dafür haben wir den Big M in der Garage stehen. Und dann ist gut. So, was haben wir jetzt hier rumstehen? Da war nämlich das, was ich gesucht habe. Und von daher werden wir das jetzt hier auch verkaufen. So. So. So, was haben wir jetzt hier? Das ist, glaube ich, für Kartoffeln, ne? Ist das hier normalerweise irgendwo hier so? Ah ja, genau, Potato steht da hier dran. Potato ist das. Okay. So, mal gucken, wer ist jetzt hier fertig? Gut, der ist hier fertig. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gerade gucken, gibt es sonst noch irgendein Feld hier oben, was gedüngt werden muss? pH ist ja Kalk, Stickstoff. So, das haben wir. Hier oben sieht gut aus. Feld 44 sieht auch gut aus. Er kann mal zu Feld 19 fahren, muss mal gucken, was da drauf ist, ob da schon was gewachsen ist. Und dann werden wir sehen, ob wir da weitermachen können. So, hier sind wir bei Feld 66. So, ich will mir auch noch überlegen, ob ich hier den Graben auch irgendwann mal zumiete. Aber ne, es ist auch immer ein hoher Aufwand hier, das zu machen. Sag mal gar nicht. Ach, 66 irgendwie, nicht 33. Da haben wir doch schon. Sehr schön. So. So, sehr schön. Er ist gleich fertig. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Jetzt kann er wieder produzieren. Ja. Was haben wir denn? Das sehe ich. Ja. Jetzt produziert er wieder Leerpaletten. Die muss ich auch nochmal abholen, ne? Hier. Der Span und USB-Platte. Gut. Jetzt produziert doch Leerpalette. Sehr schön. So, Rindfleisch. Wie viel haben wir noch? 33.000. Naja, das ist ja auch nicht gerade die höchste Geschwindigkeit, die ich mir so vorstellen könnte. Aber naja. Was soll's? Was soll's? So, wohin jetzt damit, Freunde? Kann mir mal einer sagen, wo ich jetzt damit hin soll? Kann mal gucken, ob in der Zellstofffabrik noch Platz ist. Vielleicht da noch was reinballern kann. Ich da mal eher von hier ausgehe.
Ich muss das Lenkrad mal wieder anschließen, aber wie gesagt, wenn ich eine Stunde hier spiele, mache dann nebenher andere Sachen, weil ich dann einfach nur dann die Fahrer einstelle. Hä, wieso steht hier noch ein Hannibal? Wieso steht denn da noch ein Hannibal? Ich glaube, es hackt jetzt. Wo kommt denn jetzt wieder her? So, verkaufen. Jawohl. Ja. So. Brauchen wir den Anhänger noch? Nee, brauchen wir nicht. Hab mal Anhänger, kann ich hier rüberziehen und dann ist gut. So, tschüss. Wie gesagt, wir müssen ja optimieren. Optimieren müssen wir. Wir müssen das Maximum aus dem Monat immer herausholen. So, Hackerschnitzel. Und freut die Zeltstofffabrik sich ja, ne? Die dürfte sich freuen. Ja, die freut sich sogar sehr darüber. Da ist doch ein bisschen Mangel. Da ist doch ein bisschen sehr viel Mangel, würde ich mal sagen. Das ist auch schon voll. Ja, Wahnsinn, Freunde. Geht ja hier auch Schlag auf Schlag hier. Ja, noch in dem einen, jetzt schon in dem anderen. So geht das hier. Knall auf Fall. Ich habe hier die zwei Fälle im Jordan-Ding, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss gleich mal gucken. So, wir nehmen wieder hier die Abkürzung. Ne, Gülle wird da angenommen, okay. Okay. So, dann gehen wir mal hier hoch. Bücker. Spiegagra Gülle. Sehr schön. Können die hier nämlich auch anschmeißen. Kriegen wir nämlich unten ein bisschen mehr Gärreste raus. Zuckerrüben habe ich jetzt aktuell keine angepflanzt. Kann das sein? Kann das sein, dass ich die vergesse habe? Das wäre nicht so. Zuckerknübel, wo haben wir die denn? Zuckerrüben. Doch, habe ich hier. Okay. So, und das da oben waren Möhren, ne? Ja, genau, Möhren. Möhrchen. Lecker Möhrchen. So. Ach nee, hier, die habe ich schon gedüngt. Okay, brauche ich nicht mehr. Sehr schön. Soll man noch gedüngt werden, muss es hier unten. Und dieses Feld muss ja auch definitiv noch gedüngt werden, Feld 59. Oh, er ist schon fertig. Sehr schön. Können wir hier neu holen. Für die nächste BGA. Bringt uns, ne, einmal Energie, zum zweiten Methan. Und der Abfall daraus sind dann wiederum Gärreste, die wir dann wieder fürs Feld verwenden können. Das müssen wir ganz effektiv und produktiv machen. So viel wie möglich aus jedem Produkt herausholen. So, das andere, was ich mir ja noch gefragt habe, ne, soll ich noch einen weiteren Kuhstall holen? Aber wenn ich jetzt sehe, mit welcher Geschwindigkeit der Schlachter da arbeitet, meine Freunde, dann muss ich sagen, lohnt sich das? Weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber wir könnten das gemeinsam herausfinden.
Ach hier, Feld 19. Doch, da ist schon was drauf. Sehr schön. So, müssen wir eben gucken. Meter. Ja, haben wir schon Kurs. Sehr schön. So. Und. So, go ready, ne? Go Freddy. Go, go. Sodle. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Er ist aber mal hier fleißig am Spritzen, ne? Halle Julia. Da ist ja mal da echt fleißig dran. Entschuldigung, Entschuldigung. Ihr könnt ja nicht sehen, was ich tue. Weil, ne, ist ja logisch, ihr seht nicht, was ich tue, weil die Kamera ist nicht da. Tagschnitzel, Bladepunkt. Achso, Waldross oder welche gerade Waldross haben, ne? So, tschüss. Vom Beladen. Sind wir nicht voll? Ja, gar nicht. Ja. Wechsel vorne. Ja. Kommt ja nichts voran. So, jetzt wollte ich noch mal, hatte ich glaube ich schon mal darüber gesprochen, habe ja noch so ein bisschen die Wahl, dass die Bäckerei, gut, die Brennerei. Dafür brauchen wir wieder viele, viele Zusatzprodukte, wie diese Glasproduktion und ne? Malz und ne. Aber dann würde sich auch mehr. Ach, ich kostet 2,8 Millionen. Ja. Die Fischfabrik wollte ich noch haben, ne? Da war da was, ne? Ey, die ist aber klein. 1,5 Millionen. Eieiei, wo kann man die denn hinstellen? Moment mal, wir haben da hier oben ein Feld. Genau, 34. Das wäre doch genau das optimale Feld. Moment, 34. Ich hüpfe da mal eben hin. Aber ich glaube, ich wollte. Nein. 34 ist doch hier, ne? Ja. Genau. So. Ist erntereif? Habe ich irgendwie was verpasst? Tatsache. Ja, dann wäre doch mal eine Maßnahme, das zu ernten, oder? Ja, wollen wir den Dinkel da runterholen? Ja, schon mal. Sehe ich gar, ne? Ja, wir hören Dingen. Andy, hatte wieder geschlafen, wa? Er ist auch noch im Lofe. Lofe alle. Aber da war er doch. So, dann fahren sie zu Feld 34. Mach mal um Weg. Es geht los. Oh, das sieht gut aus, oder? Das sieht jetzt echt gut aus. Sollte uns einen Mehrwert bringen, oder? Automatisch, ja. Er steht auf automatisch, also alles gut. Sehr schön. Sehr schön. So sollte es sein.
Nicht voll geworden. Mhm. Dafür leer. Okay, gut. Das sind 10,80, da brauchen wir jetzt nicht. So. Aber auch der hier, ne? Der hat auch schon ordentlich Stunden runter. 157 Stunden. Ist doch schon was, ne? Eine kleine Hausnummer. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde jetzt mal das Feld ernten und ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Monat hier im Spiel, also im Juni. Dann wird mit Sicherheit mehr Ernte sein als da jetzt dieses kleine Feld. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Freitagabend, einen schönen Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Bis dahin, macht's gut, euer Andy und bye bye.